Wir machen Bildung zum Thema. Guten Morgen, liebes Knie. Wie geht's dir, liebes Knie? Danke, mir geht es gut. Na dann, setz dich hin. Das Wichtige für uns ist dabei die Kopfbewegung, eine der ersten Bewegungen im Mutterleib. Das Vestibularorgan kriegt Futter. Viele Kinder können das nur mit anfassen, ist in Ordnung. Es geht nicht ums Können, es geht ums Tun. Wir haben Kinder, die machen es im Sitzen. Guten Morgen, liebes Knie. Wie geht's dir, liebes Knie? Auch das ist in Ordnung. Es geht ja ums Tun. Wir haben also insgesamt ca. 8000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 5 bis 19 Jahren in allen verschiedenen Schulformen uns angesehen, haben gescreent, hören, sehen, Gleichgewicht und haben erstmal da überhaupt eine Übersicht gehabt. Medizinisch war das Sehen und Hören auffällig, 8% Sehauffälligkeiten, 10% Hörauffälligkeiten. Dann kam der eigentliche Hammer. 2/3 aller Schülerinnen und Schüler zeigten uns Schwierigkeiten im Gleichgewicht. Dann haben wir korreliert und haben halt gesehen, dass die Korrelation beim Gleichgewicht so war, dass die Schülerinnen und Schüler 0,7 Punkte schlechter waren, in Deutsch 0,6 Punkte schlechter in Mathematik und Sport, wenn sie Gleichgewichtsschwierigkeiten hatten. Beim Sehen und Hören lag die Korrelation zwischen 0,1 und 0,3 Punkten schlechter. Auch das ist schon ärgerlich. Ja? Ärgerlich genug. Sie hätten eine 3,1, jetzt haben sie eine 3,4. Aber bei 0,6 und 0,7 geht es um eine Note. Das kann der Übergang zur nächsten Schule sein, der dadurch verändert ist. Meine Berufswahl, mein NC beim Abi. So viel. Und vor allen Dingen eigentlich auch dieses Kind, dieser Jugendliche, was mit Freude, der mit Freude lernt, der immer wieder schlechtere Ergebnisse hat und man weiß vielleicht nicht, woran liegt das. So, dann kam der nächste Schritt. Jetzt wollten wir wissen, ist es nur eine Korrelation, die sich gerade ergibt, oder gibt es Kausalitäten? Und deshalb haben wir nun 35 zweite Klassen, auch erste Klassen und Kindergärten, einfach diese junge Gruppe deshalb, weil wir sie in einer Schule weiter beobachten können über 2 Jahre. Jetzt haben wir dort Testungen gemacht, die sehr viel ausführlicher waren. Wir haben einen Rechentest gemacht, einen Lesetest, einen Rechtschreibtest, einen Grob- und Feinmotoriktest. Wir haben emotional-soziale Testungen gemacht und Hören, Sehen, Gleichgewicht. Dann haben wir verschiedene Programme, immer mit dem Schwerpunkt Gleichgewicht, ihnen angeboten, den Lehrern, die sich da gemeldet haben. Und sie konnten wählen. Sie haben gewählt, entweder etwas jeden Morgen eine Minute, spielerisch Gleichgewicht, den Gleichgewichtsgarten, das ist ein motopädagogischer Ansatz am Nachmittag. Sie konnten von Nintendo das Balanceboard wählen. Das sind jetzt unter anderem Dinge, die sie wählen konnten. Sie konnten auch kombinieren. 2 Sachen. Und damit haben die dann angefangen zu arbeiten. Und jetzt wird es für uns spannend. Im Moment kriegen wir halt Rückmeldungen, die ganz aus dem Bauch heraus sind. Wo die Lehrerinnen erzählen, ja, irgendwie durch das Ritual ist meine Klasse ruhiger geworden. Ich habe das Gefühl, die Kinder sind aufmerksamer. Das ist aber alles jetzt Gefühl. Da können wir gar nicht nachgehen. Im Frühjahr werden wir diese ganzen Testungen wieder machen. Und werden gucken, hat sich etwas verändert. Wenn es Tendenzen der Veränderung gibt, dann werden wir ein zweites Jahr anschließen. Ist da wirklich nichts zu sehen, dann muss man sagen, das war nicht der richtige Ansatz. Jetzt haben wir natürlich nicht einfach so ins Blaue hinein geplant. Ich habe viele Jahre neurophysiologische Entwicklungsdiagnostik und Förderung gemacht. Und ich kannte immer nur die einzelnen Kinder mit ihren Schwierigkeiten. Das waren auch Kinder aller Schulformen, jeden Alters. Da hatte ich die lese-rechtschreibschwachen Kinder, die gleichzeitig im Gleichgewicht auffällig waren. Dyskalkulie-Kinder, die gleichzeitig im Gleichgewicht auffällig waren. ADS, ADHS. Aber das waren ja immer nur die Kinder, die Schwierigkeiten hatten. Ich wusste natürlich nicht, wie sieht es in der Breite aus. Aber eins weiß ich, wenn ich mit dem Gleichgewicht gearbeitet habe, hat es gedauert. Das kann man nicht von heute auf morgen. Es braucht jeden Tag eine kleine Prise, ein kleines Tröpfchen. Jeden Tag, schön regelmäßig.
und nicht einmal ganz dolle im Monat. Das tut auch gut. Aber, und dann dauert es, ja, sagen wir mal so, zwischen 3 Monaten, manchmal 3/4 Jahr, dann wird plötzlich eine Veränderung da, im Gleichgewicht und auch in dem, wie das Kind sich gezeigt hat, im Verhalten und auch in seinem Lernen, in seinen Erfolgen und auch in seiner Motivation und Lust zu lernen, weil nämlich was besser klappt.